Mein Name ist Patricia Kopaczynska. Ich bin Musikerin, spiele Geige und werde hier in der Essener Philharmonie einige Abenteuer anbieten. Ein Konzert sollte immer etwas sein, wo es Überraschungen gibt, wo es auch ein bisschen gefährlich ist, wo Fragen entstehen, wo junge Menschen sich nicht langweilen. Moldawien ist ein sehr fruchtbares Land mit Menschen, die gerne tanzen, singen. Es gibt sehr viel Volksmusik, sehr viel Volkskunst bei uns. Ich möchte, dass sie auch meine Heimat schmecken. Es werden auch Dinge geben zum Essen, nach den Rezepten meiner Vorfahren. Kinder sind unsere Zukunft und wir brauchen das Publikum und die Kinder brauchen uns. Als ich klein war, war ich immer sehr, sehr neugierig und ich hoffe, dass diese Kinder es sind und auch es behalten, wenn sie auch erwachsen werden. Eigentlich hoffe ich, dass wir nie erwachsen werden, sonst wären wir alle zu quadratisch und nur nach Regeln bewegend. Wir müssen immer aus den Regeln ausbrechen. Das Publikum kenne ich und ich habe hier einige Male gespielt. Ich weiß, dass es sehr enthusiastisch ist, neugierig, offen und damit kann man schon sehr, sehr viel machen. Ich werde hier also die Uraufführung von Aureliano Cattaneo spielen, ein neues Violinkonzert. Das ist doch etwas wirklich sehr Spannendes. Nicht mal ich weiß, wie es klingt. All diese Stücke, all diese Konzerte, das sind Märchen, das sind Träume und die müssen entdeckt werden zusammen, Musiker und Publikum.